Gesundheit ist, wenn ich keine Schmerzen habe. Hallo, ich bin Timo Kaschel und ich bin Chiropraktor und du bist hier genau richtig bei meinem Podcast Die beste Entscheidung. Und in diesem Podcast möchte ich dir immer wieder Informationen und auch Anregungen zum Denken geben, die dir helfen, bessere Entscheidungen für dich und deine Gesundheit zu treffen. Und heute geht es mal um den Gesundheitsbegriff an sich. Weil diese Antwort, die am Anfang ich genannt habe, Gesundheit, gesund bin ich dann, wenn ich keine Schmerzen habe oder keine gebrochenen Knochen oder kein Fieber, das waren die Antworten von Erstklässlern, wo ich vor vielen Jahren mal eine Schulstunde gemacht habe zum Thema so Gesundheit und Knochen und Muskeln, all diese Dinge, mit denen ich mich jetzt mal behaupte, einigermaßen auszukennen. Und auch schon 6-jährige Kinder beantworten die Frage nach, wann bist du gesund? So, das heißt negativ. Über die Abwesenheit von Dingen. Wenn ich XY nicht habe, dann bin ich gesund. Und das heißt, wenn man es ein bisschen fachlicher ausdrückt, Gesundheit ist ein Zustand, den wir immer nur retrospektiv wahrnehmen. Also wenn wir meinen, uns sei etwas abhanden gekommen, was wir vielleicht vorher konnten oder was vorher ohne Probleme ging oder vielleicht schmerzfreier war, wenn es jetzt anders ist, dann waren wir vorher gesund und jetzt sind wir es nicht mehr und jetzt möchten wir gerne wieder gesund werden. Und genau das definieren wir dann über die Abwesenheit von bestimmten Dingen. Und die andere Definition von Gesundheit wäre ja proaktiv. Das heißt, die Frage, ich möchte wieder in den gesunden Zustand kommen, weil dann kann ich XY machen, dann kann ich wieder wandern gehen, dann kann ich meiner Oma mehr helfen, dann kann ich meinem Ehrenamt wieder nachkommen, dann kann ich wieder meinen Job machen, um Geld zu verdienen für die Familie. Und für meinen Lebensunterhalt, ich kann mich wieder um mich selber kümmern, ich komme meine Treppe wieder hoch. Das sind die Ziele, die wichtig sind. Gesundheit aus meiner Sicht sollte immer positiv definiert werden. Also mit dem, was ich erreichen möchte, was ich wieder machen kann, was ich mir vorstelle, was ich dann vielleicht mal neu machen kann, wenn ich diese Beschwerden los bin. Und das hat eben den großen Vorteil, dass wir uns auch mal vor Augen führen können, wie Gesundheit eben aussieht, wenn wir sie haben. Und nicht nur, wenn sie uns abhanden gekommen ist. Das drüber nachdenken, was Gesundheit für uns bedeutet und wie wichtig sie uns ist, führt sicherlich auch dazu, dass wir etwas sorgsamer mit diesem Zustand umgehen und den Zustand der in Anführungsstrichen Gesundheit nicht einfach nur so hinnehmen und für normal akzeptieren, sondern ihn wirklich für ein besonderes Geschenk halten, eben gesund zu sein und die Dinge, die mir in den Kopf kommen, locker zu machen. Ohne dass ich vorher darüber nachdenken muss, oh Gott, schaffe ich das überhaupt, weil mein Rücken so wehtut und mein Knie und das ist alles so schlimm. Und wenn ich meine Patienten berate hinsichtlich der Frage, wann haben wir denn einen guten Punkt erreicht, also wann können wir denn sagen, wir sind fertig mit der Behandlung, ist dann alles perfekt, ist der Körper vollkommen gerade ausgerichtet, alle Muskeln entspannt, alles ist super? Natürlich nicht. Diesen Zustand, wenn es ihn überhaupt gibt, ist sehr selten und immer nur sehr, sehr kurzfristig, möchte ich behaupten. Es geht immer um die Frage, mache ich einfach Dinge in meinem Tag, wenn mir ein Gedanke kommt, stehe ich auf, gehe ich los, mache, erfülle die Aufgabe, mache, was ich wollte und denke hinterher, Mensch, das ging gut, das konnte ich ohne Probleme machen, das ist schön. Und genau das zu würdigen, halte ich halt für sehr, sehr sinnvoll, also positiv zu definieren, die Gesundheit, nicht nur negativ. Und natürlich komme ich dann wieder zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich der Idee, was Medikamente zum Beispiel so machen im Körper. Medikamente sind sehr oft mit dem Präfix Anti bezeichnet. Das heißt, es gibt Antidepressiva, Antibiotika, Antiphlogistika gegen Entzündung, Antiemetika gegen Übelkeit, also Anti, Anti, Anti. Wir arbeiten immer mit diesen Medikamenten gegen das System. Wir versuchen etwas zu unterdrücken und versuchen das wegzumachen, um uns dann wieder besser zu fühlen. Und diesen neuen Zustand, teilweise unter Dauermedikation, teilweise nach einer kurzen Phase mit Medikamenten, den bezeichnen wir dann als wieder, oh, jetzt bin ich wieder gesund, das ist gut. Aber die Gesundheit hat natürlich dann seinen Preis, denn man hat die Medikamente, es gibt die Nebenwirkungen, es gibt verschiedene andere Themen. Und immer noch stellt sich ja die Frage, was fangen wir jetzt proaktiv mit unserer Gesundheit an? Was tue ich jetzt, um gesund zu bleiben? Und da bieten Medikamente leider sehr, sehr wenig Hinweise. Denn die helfen mir nicht, gesund zu sein oder Strategien zu entwickeln, wie ich in Zukunft nicht wieder in so einen Zustand kommen kann. Sondern im Prinzip wird dann gewartet auf den nächsten Zustand und dann wird wieder eine neue Serie von Medikamenten eingenommen und das geht immer so weiter. Und das kann aus meiner Sicht keine sinnvolle
Herangehensweise sein. Also bin ich immer dafür, das Ganze positiv zu belegen, positiv zu besetzen und sich wirklich Szenarien auszumalen, Dinge auszumalen, die dann wieder möglich sind. Und es können banale Sachen sein, wie ich möchte meine zwei Treppen mal wieder ohne Festhalten hochgehen können. Ich möchte mein Enkelkind hochheben. Ich möchte mal wieder die vierstündige Autofahrt zu meinem Patenkind machen, ohne dass ich es zwischendurch fünfmal anhalten muss vor lauter Schmerzen. Und ich möchte entspannt schlafen und morgens aufwachen. Diese ganzen Dinge, das sind die Sachen, die wirkliche, echte, sinnvolle Ziele sind bei der Frage, was ist Gesundheit? Wozu sollte ich diesen Aufwand treiben, um gesund zu werden? Wozu sollte ich Zeit und Geld aufwenden, um wieder gesund zu werden? Und das ist wesentlich motivierender, wenn man weiß, was dann wieder möglich ist und was vor einem liegt, nicht nur, was man gerade so ein bisschen unterdrückt hat. Ich hoffe, mein Gerede in diesem Podcast macht ein bisschen Sinn, aber da ich ja ewiger Optimist bin, hoffe ich mal, dass du da was raushörst, was für dich sinnvoll umzusetzen ist. Und ich freue mich darauf, wenn du mir Feedback gibst zu dieser Folge. Und beim nächsten Mal möchte ich auch nochmal über Freiheit reden. Denn Freiheit und Gesundheit sind sehr, sehr ähnliche Begriffe. Und Freiheit ist ja auch ein Begriff, der gerade im Moment etwas in Frage steht und etwas unter Beschuss steht. Und es gibt sehr unterschiedliche Ideen auch, wie man Freiheit erreicht. Also, ich hoffe, du hörst mir weiterhin zu und ich wünsche dir einen tollen Tag mit viel Gesundheit und dass du alle Dinge, die du dir so vornimmst, mit deiner Gesundheit auch erreichen kannst.